So, dann melde ich mich hier am Wochenende jetzt zurück beim JFD Live Training TV. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut genossen und euch gut erholt. So, dann kommen wir auch gleich zu den Märkten. Zunächst einmal hier zum S&P 500 Index. Da gab es hier zwei Kaufzonen. Von der unteren, diese wurde touchiert und brach dann direkt von diesem Level nach oben aus, also über diese Trendlinie auch aus, und erreichte die 2100-Punkte-Marke. Hier, wie auch schon am Freitag, gab es keine größeren Kursgewinne mehr und es durfte da schon leicht fallen. Auch hier ist jetzt ein eher kleine Gewinnmitnahme, ein kleiner Rückgang zu erwarten, um dann nochmals durchzustarten. Montag ist aber ein Feiertag in Amerika, deshalb kann man hier die Analysen, hier ist nochmal der Tageschart bzw. Wochenchart, erstmal noch zurückstellen bzw. ignorieren. Hier darf bzw. ein ehemaliger Daily Widerstand ist bei 2116. Dann folgt bei 2140 der nächste größere Kauftrigger, kurzfristiger Kauftrigger, und dann darf es bei 2176 oder 2191 dann diese Welle zu Ende gehen. Mal schauen, also spannend wird es auf jeden Fall, was dann der Index noch die nächsten ein, zwei Monate macht, um dann im Sommer, also wirklich im Hochsommer bis Oktober, dann darf er dann ruhig eben wieder korrigieren, auch auf die 2000-Punkte-Marke wieder zurück. Der DAX ist hier auch von der letzten Kaufzone, Unterstützungszone, dann dynamisch nach oben ausgebrochen. Hier gab es ewig lang Seitwärtsphase. Hier ist dann leider eben direkt hier dann ausgestoppt worden, da der Stopp auf das Tief hier lag. Hier wurde der Rücklauf noch gekauft und dann ist eben nach oben ausgebrochen. Hier ist dann, sage ich mal, Positionstrading und auf Schlusskursbasis wäre hier die richtige Wahl gewesen. Hier kurzfristig wurden ein, zwei Gewinne mitgenommen, also Long-Position-Gewinne, aber hier hat es eben mit dem letzten Tief hier, weil der Stopp auf dieser Linie lag, nicht geklappt. Hier diese Trendlinie hätte halten sollen. Und nun habe ich ein neues Chartbild erstellt. Ob es jetzt direkt hier hoch bis 10.400 geht oder nochmal ein Rücksetzer und ein Gap Close, ist hier relativ offen. Über dem letzten Hoch darf es dann bis 10.800 Punkte gehen. Also hier muss man jetzt in den kurzfristigen Zeitebenen schauen, was der Markt macht. Und sonst hier mit dem Gap Close nochmal long zu gehen, wäre hier eine, in meinen Augen, gute Alternative. Der Euro-Dollar, das kurzfristig am Freitagabend spekulative 20 Pips, ging nicht auf. Hier ist das Währungspaar unter das letzte hier, das Tief, gefallen und kann jetzt hier natürlich jederzeit eine Erholung nach oben bzw. zum EMA 200 auch starten. Aber dann dürfte es nochmal ein Tief folgen. Gold habe ich auch was Neues mitgebracht. Sonst die Forex-Setups sind erstmal letzte Woche ist super aufgegangen. Hier darf man auch nochmal, wenn es ein Rücksetzer folgen sollte, nochmals long gehen. Aber mit einem engen Stopp. Und hier beim
Pfund gegen kanadische Dollar ist natürlich jetzt eine Umkehrkerze direkt an der Oberkante des Rainbows. Da wird auch nochmal sicherlich spannend, wenn es hier auf die 1877 runterfällt, also auf die Unterkante, dann wird hier wieder eine Long-Position aufgenommen. So, dann noch zum Freitag. Hier ist eben die Twitter ist direkt bei dieser Marke eingestoppt worden bei 14,65. Schönes Dreieck. Tief und nun kann es natürlich hier bei 15,40 etwa Gegenwehr kommen. Aber im Endeffekt wäre hier eben wie skizziert bis 17 Dollar etwa Platz. Brent, muss ich kurz schauen. Hier ist es über diese 4, im 4-Stunden-Chart über diese Marke nach oben ausgebrochen, geschlossen, auch über diese Trendlinie. Hier ist es jetzt relativ eng, ob es über 50-20 geht oder ob es hier doch den Umweg nimmt, hier auf 48-20 oder 50. Also es bleibt spannend. Kleiner Spielraum hat es noch. Sonst gibt es genau noch bei Gold was zu sagen. Nämlich auch erstmal Gold und Silber. Hier ist das neue Big Picture von Gold. Das wurde jetzt hier leider ja bei 1237 ausgestoppt. Hier sah die Tageskerze noch am Freitag, ja, mittags sehr schön aus. Dann gab es nochmal einen Abverkauf. Und kurz vor Handelsschluss noch einige kleinere Käufe. Also ich habe hier den Chart bzw. die Trendlinie so gewählt. Wenn man diese hier genau dort wählt, ist noch ein bisschen Platz. Also wie gesagt, wie man auch diese Trendlinie platzieren will, sie hat gehalten auf Schlusskursbasis oder noch nicht mal touchiert oder genau touchiert, wie man es eben anlegt oder auch welchen Handelsplatz man eben auswählt. Chance auf steigende Kurse sind da. Ich habe aber, wie gesagt, noch ein anderes Stundenchart hier dabei. Die erste Marke, wenn die nach oben bricht, wäre hier die 1213,50. Aber das sind jetzt alles Linien, die auf Schlusskursbasis brechen müssen. Dann wäre es hier eine kleine Erholungsrallye möglich, Richtung 1220 etwa rum. Und wie man eben auch sieht, ich denke, ich mache am Montag da noch eine größere Goldanalyse. Denn für mich sieht es jetzt auch fertig aus kurzfristig fertig mit dem Test hier dieser Kaufzone. Kann es jetzt schön Richtung ja, mindestens 20 Dollar nach oben gehen, aber eben vorausgesetzt, es werden hier erstmal kurzfristig ein paar Kaufmarken aktivieren. Das war's, danke fürs Zuhören und man hört sich dann am Montag wieder.